Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video. Wie versprochen geht es diesmal um die Reifen, die ich mir letztens bestellt habe, beziehungsweise auch schon montiert und getestet habe, wie ihr hier im Video sehen könnt. Weil meine alten Reifen hatten einfach kein Profil mehr, die bin ich mit, ja, also das darf man nicht sagen, wie weit ich die gefahren bin. Jedenfalls hatten die wirklich schon kein Profil mehr und es musste neue her. Und weil ich bei der 125er Duke, bei der alten, also 2014er Version hatte ich da, so zufrieden war mit den Michelin Pilot Power, oder die Deutschen sagen ja gerne Michelini, habe ich mir gedacht, ich bestelle mir die gleich wieder und mein Papa hat sie auch um. Also gleich vorweg möchte ich sagen, ich bin kein Profi, was Reifengeometrie oder Gummikonsistenzen angeht, aber ich finde, das macht auch gar nichts, weil ich bin schon einige Kilometer gefahren mit verschiedenen Reifen und verschiedenen Motorrädern und ich glaube, da kann man sich schon einen ganz guten Eindruck machen, was ein Reifen hergibt und was nicht. Was man eigentlich am Anfang auch sagen sollte, ist, dass die, wenn du einen neuen Reifen kaufst, die eigentlich immer so eine Art Silikonschicht oben haben, wo die konserviert sind. Also ob es jetzt wegen Konservation, also Konservierung, nicht Konservation, wegen Konservierung ist oder warum auch immer, kann ich auch nicht sagen. Aber jedenfalls, die erste Schicht im Reifen rutscht immer ein bisschen. Das heißt, bei den ersten Mal umlegen merkt man das richtig schön, wenn man Gas gibt, dass der Ohrstein ein bisschen wandert. Bis man halt zum ersten Mal aufs Limit umgeklickt hat, dann biegt er sowieso so, wie er halten sollte eben. Ja, bei den Reifen ist eben, ich bin die mit der alten Duke einfach bis auf die Fußrasten fahren ohne Probleme. Wobei ich mir sicher bin, dass die ältere Version von der Duke auch tiefer hat, die Fußrasten. Und ist halt auch ein leichteres Bike und eine schöne Spur noch. Und da gibt es, also da war ich doch noch sicherer unterwegs, hatte auch mehr Kilometer oben. Ja, jetzt habe ich eben die Michelin Pilot Power auf der neuen Duke und ich habe mir gedacht, ich mache euch direkt das Video noch nach dem Fahren, direkt am Abend. Einfach, dass ich möglichst einen authentischen Eindruck wiedergeben kann von den Reifen und was mir am Anfang direkt aufgefallen ist. Und ja, was ich direkt sagen kann, wie ich das erste Mal losgefahren bin, ist mir aufgefallen, ich meine, es kann natürlich auch eine Täuschung sein, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass das so ist, dass das Motorrad so eine Spur wendiger ist. Es fährt sich so ein bisschen mehr wie die 125er, wie ich das gewöhnt war. Einfach, wenn man den Lenker, wenn man andocht, dass es viel, einfach, es ist einfach beweglicher, kommt mir vor, aber es kann eben auch eine Täuschung sein. Das ist aber eine Kleinigkeit, das macht jetzt nicht den großen Unterschied. Und andererseits muss man sagen, die Reifen, also sie halten wirklich sehr, sehr gut in den Kurven. Also das ist, ich weiß nicht, wie gut die Metzler-Reifen, die Originalen, halten. Man muss auch sagen, die Metzler, die Originalen, kommen aus China, habe ich gesehen. Und die jetzigen Michelin Pilot Power sind in Spanien produziert. Und da kann ich auch nicht wirklich sagen, ob das dann tatsächlich einen Unterschied macht. Aber ich kann es mir eigentlich schon ganz gut vorstellen. Was ich euch nur bitten würde, falls euch das Video taugt, lasst mir ein Like da und falls euch irgendwas überhaupt nicht taugt oder ihr denkt, dass, ja, das ist ein Volltrottler Roman, was er da redet, schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet und auch, welche Reifen ihr verwendet, beziehungsweise welche ihr in Zukunft draufschrauben werdet oder draufziehen auf euer Motorrad oder auf eure Felge vielmehr und ja, eben welche Reifen ihr verwendet. Was ich natürlich hier nicht mit einbeziehe, sind Rennreifen, weil Rennreifen sind ja meistens teurer und halten auch wirklich sehr gut. Dafür hat man kann man keine Kilometer drauf fahren, weil die einfach sich sehr schnell niederfahren. Und das ist überhaupt nicht meine Absicht hier, weil für mich ist das Motorrad eben einerseits ein Sportgerät, mit dem man Spaß, also Fahrten kann, einfach Kurven fahren und so, und andererseits auch ein Transportmittel, weil ich habe nicht mal ein Auto, weil einfach das Motorrad so viel günstiger ist in Versicherung und Sprit und mir einfach viel mehr Spaß macht beim Fahren und ich es deshalb lieber habe, einfach aus diesen ganzen Gründen fahre ich nur Motorrad und weil ich mir kein Auto leisten kann, so auf die Gare und auch nicht möchte. Deshalb ist mir eben wichtig, dass die Reifen lang halten, aber eben auch, dass ich damit Fun fahren kann, sprich, dass sie einfach in den Kurven auch gut bicken und da eignen sich eben diese zwei Komponentenreifen super, glaube ich. Weil einerseits sind die Reifen in der Mitte sehr hart, da kann man sehr weit fahren, da trägt sich der Gummi nicht so hart ab. Und außen sind die eben, weil zwei Komponenten, innen ein harter Gummi, außen ein anderer Gummi, also ein weicherer, ein viel weicherer. Der walkt mehr in den Kurven, weil er weicher ist, er biegt generell mehr. Durchs Walken hat er dann auch eine größere Auflagefläche, wo der Reifen auf der Straße eben hält. Und damit kann man generell die Kurven leibender fahren und sicherer. Es hält einfach besser und macht dann auch mehr Spaß insgesamt. Ich habe auch schon gehört, dass es drei Komponentenreifen gibt, aber davon habe ich noch überhaupt keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr ja was dazu. Und das Interessante bei den neuen Reifen ist jetzt eben, bei der alten war das Umlegen auf die Fußrasten, ja, am Schluss, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe am Motorrad, überhaupt kein Problem, muss ich sagen, wenn die Kurve halt passt hat und wenn man, sag ich mal, auch richtig aufgelegt war. Und bei der neuen Duke war das eigentlich so eher das Unmachbare.
Und ein paar Mal ist es mir schon passiert, wo es wirklich knapp war, dass er es einmal geschliffen hat, so, oder ein paar Mal. Und jetzt, wo ich die neuen Reifen zum ersten Mal Test gefahren bin, ist es mir direkt unabsichtlich passiert in einer Kurve, die ich euch gleich zeige. Und das spricht auch schon für den Reifen, würde ich sagen. Also mir hat das wirklich sehr taugt gleich mit den neuen. Da ist das eben auf die Fußrasten nicht mehr so ein weiter Weg, sage ich, und macht eben Spaß, wenn man mehr umlegen kann. Was mir auch bei der alten Duke, als ich mit der 125er und dem Michelin Pilot Power zum ersten Mal gefahren bin, direkt aufgefallen ist, war, das war im Winter, glaube ich sogar, oder im sehr frühen Frühling, wo es noch sehr kalt war, sage ich, und also im März oder so. Und da, wie ich das erste Mal damit gefahren bin, hat es mir direkt die ganzen Steine von der Straße noch aufgesammelt und hinten raufgehört, und einfach weil der so gut biegt hat außen, und in der Mitte hat er auch ziemlich gut gehalten im Vergleich. Und da habe ich direkt mal gesehen, oh, okay, das ist ein bisschen was anderes. Das war schon ein interessantes Erlebnis, und auch da hatte ich auch einen neuen Antriebssatz. Also das war schon was Tolles, wenn man mal da was Neues drauf hat. Was man natürlich auch unterscheiden muss, ist eben bei der alten Duke, ich habe sie jetzt verkauft, da hat der Reifen, es ist eben eine 125, also es ist nicht so sehr aussagekräftig, aber da hat der Reifen gehalten sicher schon 6.000 bis 7.000 Kilometer. Und bei der neuen Duke hatte ich den den Metzler-Reifen oben gerade 3.000 Kilometer, und das ist ja eigentlich schon sehr wenig. Ich denke aber, dass es einfach daran liegt, dass das der Original ist. Die 390 hat natürlich mehr Drehmoment, also viel mehr Drehmoment, und damit tragt sich der Hinterreifen auch leichter ab, wenn man Gas gibt. Ne? Also da bin ich schon gespannt, wie lange der haltet. Das werde ich euch dann beim nächsten Reifenwechsel auch berichten. Jetzt habe ich noch gar keine Aufnahmen von der hinteren Kamera reingeschnitten. Ich muss sagen, das war eher so ein Experiment einfach. Wie das ausschaut, da sieht man, also dass man den Auflagepunkt beim Umlegen sieht und wie stark der Reifen walkt und was der hintere Mann macht. Wobei ich da die Seite noch wechseln muss von der Kamera, das sieht auf der linken Seite klarerweise eigentlich besser aus, aber da habe ich halt die Kette, die ein bisschen stört. Und ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet, weil ich nicht daran gedacht habe, dass man ja den Schatten vom Motorrad meistens auf der Auflagestelle hat. Und man sieht es dann eben nicht besonders toll, aber man sieht gut, wie der Reifen walkt und wie weit man umlegt. Und wenn die Fußrasten eben schleifen, sieht man auch, wie die Funken sprühen ein bisschen. Ich meine, es ist nicht unglaublich viel, aber man sieht es halt, und das macht ein bisschen Freude. Man sieht eh schon ganz gut ganz außen am Reifen, dass der da wirklich super walkt und damit auch super biegt. Ich fahre dann auch mit 1,9 bis 2,1 Bar so circa, also eben eh so ein Normdruck, 2 Bar normalerweise am Hinterreifen. Das heißt, ich habe da nicht irgendwie Druck abgelassen oder so, und die fahren sich wirklich, wirklich super. Und damit rede ich auch gar nicht mehr so viel rum und zeige ich einfach ein bisschen das Fahren und hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem Video. So, jetzt sind wir nochmal drüben auf der Strecke Katzelsdorf sozusagen hinauf Richtung Tübinger Kogel, kennt man eh. Und da habe ich nochmal die rechte Fußraste gestriffen auf der letzten Kurve bei der Bushaltestelle, wie man gleich sehen kann. Und da wollte ich einfach probieren, weil ich das mit den alten Reifen dort auch schon mal geschafft habe. Sag ich, es war nicht wirklich Absicht, aber es war um einiges schwerer, würde ich behaupten. Mit den neuen Michelin-Reifen aber geht das, also mit dem Pilot Power, geht das eigentlich ziemlich gut. Und ich meine, es ist auch eher knapp nach außen hin. Also es ist nicht easy, sag ich mal, aber es ist definitiv nicht so hakelig wie mit dem Metzler. Und das taugt man natürlich schon richtig, weil es einfach mehr Spaß macht, wenn man in den Kurven dann nicht so leicht rutscht oder die dann nicht so anfällig sind und besser biegen. Thank you.
Ja, das war's jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir bitte gerne ein Like da. Ich würde mich wirklich freuen. Und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, welchen Reifen ihr verwendet oder welchen Reifen ihr am liebsten verwenden würdet oder was ihr plant, dass ihr auf euer Motorrad draufschraubt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus, ciao!